Hallo, ich bin Tor Alexander. Ich berate Menschen, wie sie mehr aus ihrem Geld machen können. Heute möchte ich mich dem Thema widmen: Wer erzeugt Euros? Wer kann Euros erzeugen? Bekannt ist ja jedem, dass die Europäische Zentralbank Euros ausgibt. Sie gibt digitale Euros aus. Sie streicht natürlich auch die Souveränage ein, wenn sie Papier-Euros, also Geldscheine, ausgibt. Hinzu kommt, dass die nationalen Zentralbanken ebenfalls Euros ausgeben können, und zwar Münzgeld. Das Paradoxe in Deutschland: Euro, Papiergeld, also Papier-Euros, sind unbeschränktes Zahlungsmittel, und die Münz-Euros, das Münzgeld ist nur beschränktes Zahlungsmittel. Das heißt, man darf nur maximal bis 50 Euro mit maximal 200 Münzen in Münzgeld bezahlen. Es gibt da noch eine dritte Gruppe, und zwar die Geschäftsbanken, die Kredite ausgeben, und die erzeugen auch Euros. Allerdings chirale Euros. Und diese Euros sind nicht gleichbedeutend mit den Münzen und den Geldscheinen, weil diese Euros bei den Sparkassen, bei den Volksbanken und bei den anderen Privatbanken nur Anrecht auf Zentralbankgeld darstellen. Und dieses Zentralbankgeld ist ja das echte Geld per Gesetz. Und dieses Anrecht auf Zentralbankgeld ist wesentlich unsicher. Und deswegen gibt es auch die Einlagen Sicherungsfonds. Zusammenfassend, es gibt drei Institutionen, drei Gruppen von Institutionen, die in der Europäischen Union Euros ausgeben dürfen. Das ist einerseits die Europäische Zentralbank EZB, die digitale Euros auf ihrem Konto ausgibt und die Papier-Euros ausgibt. So, die zweite Gruppe sind die nationalen Zentralbanken, wie die Bundesbank zum Beispiel. Die dürfen Münzen ausgeben nach Rücksprache mit der EZB und sich den Münzgewinn einstecken. Und die dritte Gruppe sind die Privatbanken, Genossenschaftsbanken und natürlich auch die Sparkassen, die Kredite ausgeben und somit Anrechte auf Euros, die aber in Euro-Lauten ausgeben dürfen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich auf Telegram. Und wenn du mehr aus deinem Geld machen willst, freue ich mich natürlich auch über eine Kontaktaufnahme via Telegram. Ansonsten bis zum nächsten Video, euer Tor Alexander. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.